ist sehr ehrgeizig. Das Gleiche, weil das ist oft einmal so, dass mir das ein bisschen, wie soll ich sagen, mir ein bisschen hemmt an dem, glaube ich, was ich vorhabe. Die Beste ist, dass ich nicht alles immer zu ernst nehme, sondern immer probiere, zum Spaß haben dabei. Und schlechte ist sportlich bezogen, ich bin sehr selbstkritisch. Mein Schlechteste ist sicherlich, dass ich immer alles perfekt machen will und dadurch natürlich auch ab und zu einen Stress aufbaue. Mein Beste ist aber, ja, dass ich eben dieses Bestreben habe. Mein Ehrgeiz, glaube ich. Dass ich ab und zu ein bisschen ungeduldig bin. Es ist immer schwierig, über sich selber zu reden. Fangen wir bei der Schlechten an. Vielleicht ist es die Ungeduld, die immer noch in mir ist, in mir schlummert. Das hat mich von klein auf immer begleitet. Das ist vielleicht ein bisschen besser geworden jetzt mit dem Alter, mit der Erfahrung, die man hat. Die positiven Seiten sind sicher der Ehrgeiz, was man hat, aber auch die Lebensfreude und das Soziale, das sich bei mir jetzt auch entwickelt hat nach der Karriere. Mein Umfeld, mit dem ich, glaube ich, ganz gut zurechtkomme, gut umkomme. Ja. Ja, ich bin sehr, sehr zielstrebig und versuche eben diese Zielstrebigkeit, das was positiv ist, oft einmal mit extremen Ehrgeiz einfach zu erreichen. Und dieser Ehrgeiz ist oft einmal zu sehr im Vordergrund und durch das wird das oft einmal zu, ja, ich verfolge halt noch gewisse Sachen einfach zu intensiv, verkopfe mir einfach in das Ganze ein und das ist vielleicht nicht die beste Eigenschaft dann. Vielleicht die Anna Veit, die ist zwar keine Schauspielerin, aber nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Schauspieler nicht, meine Schwester könnte es wahrscheinlich am besten, aber die ist keine Schauspielerin. Gute Frage. Keira Knightley? Ich muss dazu sagen, ich sehe ganz gerne mir ein gutes Kino an oder einen guten Film. Ich habe auch meine Favoriten an Schauspielern und Schauspielerinnen. Aber glaube ich, weil es eben Schauspieler sind, glaube ich, könnte auch jeder das machen. Also jeder der männliche Darsteller könnte eigentlich mein Leben irgendwie verfilmen. Vielleicht müsste ich mal ein bisschen ähnlich schauen und auf der Piste eine gute Figur machen. Schwierig. Was? Es gibt ja so viele Facetten, die was ich, wie ich mich gegeben habe, beziehungsweise wie einfach mich gezeigt habe. Ein cooler, lässiger Schauspieler ist der Gregor Bloeb. Und der hat sehr vieles schon bewiesen, dass er kann. Also denke ich, dass er meine Person auch verkörpern konnte.